sich auf einmal nicht mehr bewegen. Das ist euer Wolf. Oh, da kommt auch einer. Hab ich gesehen. Na, Slowpfeile oder irgendwie so. Der hat keinen Helm mehr auf, der hat keinen Helm mehr auf. Die sind weggerannt. Ich versuche mal Chris Player außer Gefecht zu setzen, der hat keinen Helm mehr auf. War hier eben gewesen. Max, wo bist du denn etwa? Keine Ahnung, irgendwo runtergesprungen. Wieder mich? Nein. Ja. Jetzt haben sie mich gesehen, glaube ich. Okay, ich soll vielleicht nicht ganz so nah ran. Sitzt. Die haben hier ihr Stargate gebaut, sehe ich gerade. Dann runtergefallen? Der könnte gleich betäubt sein, der Kollege. Ich weiß aber nie, welche Leute das sind. Ist das jetzt Hass Engineers oder? Das ist Invicta, Alter. Invicta rennt hier rum. Oh Mann. Das oh, 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 Vicky. Ah. Okay, so viel zum Thema Crusaders und Invictus eine Allianz, also so ist es nicht. Ne? Das, Kann auch Täuschung sein. Ja, viel ist nicht gestorben, oder? Ich würde es nicht übertreiben. Ja, viele sind wahrscheinlich echt nicht gestorben. So, aber ich kann ja mal die Gunst der Stunde nutzen und mich immer noch ein bisschen umschauen bei der Base. Oh, hier liegt Waschmaschine. Alter Mann, was ist denn das hier für ein Riesenteil? Ich fress den mal. So, ist das jetzt hier im Invictus? Okay, das ist Genesis War. Und die heißen Invicta. Yo, yo. Okay, also Invicta und Genesis War haben einen Zusammenhang, irgendwie eine Base. Ey, da war ich aber, guck mal, hier auf den Felsen müssen wir irgendwie hochkommen. Das war fett. Ich kann mir auch immer noch einspringen, aber ob das jetzt so clever ist, habe ich zu bezweifeln. Aber wartet mal, ist das hier auch ein Felsen? Ich habe ja Grappling Hook dabei. Ich reite mal eben hin. Vielleicht komme ich ja irgendwie mal über die Mauer, aber so, dass ich drüber gucken kann. Das wäre fett. Eine Turret? Nein, 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 nein. Nein. Ist das offen? Okay, das ist noch ein Gate. So, aber hier könnte ich den da irgendwo verstecken. Und dann könnte man probieren, da hochzukommen hier. Wo verstecke ich den denn am besten? Also das Gate werden die ja nie aufmachen, denke ich. Halt. Okay. Warte mal, ich will mal eine Pin ausprobieren. Schade. So, die Frage ist, kommen wir hier irgendwie hoch mit der Grappling Hook? Dann können wir nämlich wenigstens mal einen Blick reinwerfen. Komme ich hier wieder hoch dann? Nur für den Fall, dass jetzt hier irgendwas mich von hinten überrascht, dass ich Bescheid weiß. So hier ungefähr. Jo. Eieiei. Okay, ich habe einen Blick auf... Moment, bleibe ich so hängen? Warte mal, kann ich mich hier abseilen? Okay, ich habe die erste Schwachstelle entdeckt. Naja, das passt nicht. Aber wir können jetzt mal reingucken wenigstens. Und man könnte von hier auch auf snipern.
So, ich guck gerade ins Sinogehege von dem Victor rein. Auf jeden Fall haben die auch schon Pflanzen, Croplots und einige hohe T-Rexe. Wobei, nee, das sind Level 218 ist einer hier, aber die werden bestimmt noch mehr haben. Die haben auf jeden Fall schon viele, viele, viele Pflanzen. Bin schon wieder voll auf Mission hier. Du hast irgendwie ein Stargate hinbekommen. Ich habe höchstens eine Idee, deswegen habe ich jetzt auch die Foundation so viele mitgenommen. Weil ich eine Idee hatte, wie man bergsteigen könnte. Und zwar indem man dann so eine NC-Foundation reinbaut und man dann quasi darauf stehen bleiben kann. Das war eigentlich die Idee gewesen. Gucken, ob es klappt. Ich glaube, das würde gehen, Alter. Moment. So hoch wie möglich. Yo! Okay. Ich bin oben! Nice. Sauber. Ey, irgendwie habe ich dieses Gefühl, ich bin ja voll der, keine Ahnung. Ja, Kletter. Uns. Klippenaffe? Klippenaffe, yo. Okay, ich bin oben, Leute. Ey, hier können wir perfekt ein Stargate verstecken. Warte mal, kann ich hier bauen? Ich kann hier bauen, Leute! Das ist die perfekte Position schon wieder. Alter! Okay, ganz ruhig bleiben. Wir bauen jetzt hier erstmal ein Stargate. Okay, Stargate steht. So. Okay, ich bin jetzt mal um eben. Hast du eine Iris drin? Nein. Okay, will dann. Los bin ich. Ich hoffe, ich kann da jetzt durchgehen. Und ja, du gehst aber mit dem Dino durch, ne? Naja, unsere Iris ist egal, ne? Ja. Na wunderbar. Ist ein bisschen safer diesmal. Hallo Lutz? Jo. Okay. So, ja, auf der Seite ist nix. Wenn, dann ist hier irgendwo Castle Engineers da hinten. Du musst auf die Seite hier rüber. Hier. So, links ist Invicta. Und rechts ist Genesis. Aber das ist riesig, ne? Also das geht dann hinten hier noch weiter irgendwie. Dann hier die Höhle. Dann da oben. Den Berg da, das ist... Okay, das ist Genesis war da oben, was die da gebaut haben. Boah, da, ne? Und hier auf der Seite hast du noch irgendwie ein Pronto-Gehege. So, aber wo dann die Base von denen ist, weiß ich nicht, also... So, übelste Plattform nach oben gebaut, dann in den Hügel. Ja, ja. Man könnte halt Genesis war versuchen, vielleicht zu raiden. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht nicht ganz so stark sind. Nicht so gesichert, besser gesagt. Da ist doch ein Spieler. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Oh, der guckt nach oben, oh, oder? Oh, krass, unter uns, ne? Ich bin ja gerade so ein bisschen in den Boden rein. Unter uns sind noch Brontos. So, ich, wollen wir da rüber machen? Ja. Dein Wolf, der ist ganz unten, ne? Ja, ich mach zum Wolf runter. Weil dann lass zusammen zurück machen, dann komme ich mit zu deinem Wolf runter. Nein, wie komme ich nach runter? Jetzt häng ich an den Baum fest. Fuck, 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 fuck. Scheiße, kannst du mich immer rausboxen, bitte? Oh nein, Lutz. Nee! Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Warte mal. Hast du noch Pfeile? Grappling Hook. Nee. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, Mann. Es muss mal irgendeiner durch Stargate kommen, Lutz und mich rausholen. Oh Mann. Okay. Helden in Strumpfhosen, ey. Oh, stell dir mal vor, die entdecken gut, jetzt komm hoch. Oh Mann. Warte mal, ich hab ne Idee.
Ich weiß nicht, ob das was bringt. Kommst du raus? Nutz? Jo. Jo, jo, nee. Doch. So, gut, Lutz, dann hol mich mal irgendwie raus. Grappling Hook oder so, ich weiß es nicht. Okay. So, jetzt ganz langsam. Puh, das war knapp. Scar steht auf jeden Fall noch da. Ah, die Position ist doch schon mal geil da oben, ne? Jo. Wählen wir dann zurück, Max? Jo. Aber das ist übelst aufwendig, was ich jetzt hier mache. Machst du? Guck mal. Von die Iris denken. Ja. Na gut, von welchen, da müssen jetzt, der Schrott muss noch weg. Fuck, hoffentlich dauert das nicht so lange. So, Scar, 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 Scar. Hat sich den versteckt? Hier unten. Okay. Hat er, ne? Ja, ja. Schon gewendet. So gut, ich mach auch nach Hause. Jo, ne? Also, Castle Engineers auf jeden Fall macht nicht mit, weil das eine Fehlinformation war, dass die mit Crusaders zusammenarbeiten. Ja, haben halt trotzdem, ist wieder eine 3-Tribe-Allianz. Platzieren das Artefakt einfach bei uns und sagen, der, der es erobert, gewinnt die Staffel. Also, Ryan sagt gerade, die wären für einen Notfall, also können die innerhalb von 20, 30 Minuten fertig sein für einen Raid. Wenn wir da mit 12 T-Rexen kommen, das wäre schon ganz fett, glaube ich. Wie sind denn das bei Ryan eigentlich? Er sagt, sind heute waren nur 3 online, aber insgesamt sind es 8 oder 9. So, das wären jetzt viele Eier. Komm, lass mich durch. Alter. Alter. Das ist voll hier der T-Rex-Dschungelwald. Whatever. Ah, ich heb schon auf. Komm mal auf. Tropp mal wieder, bitte. Warte. Bugs ist eigentlich hier die T-Rex-Mama. Ich glaube, 2 Eier kommen noch oder so. Alter, also, die will ich jetzt noch ausbrüten. Also, Bugs, du kannst dann auch gerne die dann eine Reihe stellen. Mach's dann bitte so, dass das Männchen in der Mitte ist. Das wäre eigentlich perfekt, wenn wir immer so machen. Weibchen, 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 Männchen, Weibchen, 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 Männchen, Weibchen, 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 Männchen und so weiter. Ne? Hast du die auch schon alle disabled oder darf ich das machen? Sag mal, bin ich jetzt überladen? Wegen den Eiern oder was? Jo, Alter, bin ich. Fett. Ah, ich mach mir dann erstmal einen leckeren Nudeln. Pesto. Nudeln oder so. Ja, ich muss mal was selber machen. Mit Zunge. Sind das Zwillinge? Nee. Nee, ich zieh nur den anderen da raus. Yeah, schon wieder. 7200 Leben. 250% Melee Damage. 1260 Stamina. Weibchen. Also, ich glaube, wir haben jetzt 4 T-Rexe dazu bekommen mit 7000 Leben. Das Kabel kommt raus. Das ist aus. Ja, ist aus. Hm? Ach, Treppe. Hm. Der Turret-Baum ja, also der Turm, den ich da gebaut habe. Ich sag mal, so eine Struktur kaputt machen, dann ist er kaputt, ne?
Naja, die Kamera habe ich nicht erlegt, das bin ich gesehen. Ja, das war ich, das geht nicht anders. Welche Stelle meintet ihr? Du kommst, du musst den Generator drin drehen, dann geht das weg. Ach, das hier? Ja, da musst du erstmal hinkommen. Ja, gell, das Ding ist so uneinnehmbar. Die Granaten werden auch weggefeuert von dem Turm. Ja. In dem Moment, wo du die rauspackst, ist es explodiert. Ja. Ich meine, du musst schon mit dem T-Rex, klar, kannst du mit dem T-Rex einfach rein rushen und dann... Ja, das sind aber 30 Turrets oder so, die da stehen insgesamt. Was passiert? Das ist voll die T-Rex-Hydra hier, ey. Und so, sobald der erste T-Rex da drin stirbt, ist der... Du willst schießen? Eben also, blockiert. Ich probier gerade. Ingo, bist du gerade? Ich... keine Ahnung, ich guck mir nochmal ein bisschen die Base an. Ich hab den auf Movement Speed gespielt. Hm. Ah! Warte mal, ich will mal. Warte mal. Ja, wobei? Der fliegt uns gut. Ja. Jetzt, anlaufen. Oh, wir bleiben in der Luft. Nein, doch nicht. Ja, wie geht's so, ne? Das wollen wir mal testen. Ist ganz nett, wenn man schneller von A nach B will. Musst du dir den Fallschaden, über den Fallschaden dir keine Sorgen machen. Auf jeden Fall haben wir da eine sehr witzige Base gebaut hier. Hast du die Hauptbase auch schon mal geguckt? Hat sich wieder was verändert? Geringfügig. Ja, ich komme. Nur der zweite Stock ist heiß. Heiß! Ich bin ja gerade so in einer... keine Interface-Aufnahme, das sieht das alles immer noch mal ein bisschen schöner aus. Das ist Cryo. Boah, wie hoch geht denn der Turm, bitteschön? Was denn? Oh, komm hier, lass mal ein Auge machen. Wir können auch auf den Turm unseren Tisch bauen, aber dann dauert... Alter. Sollen wir über die ganze Muni raus, oder? Ach, Quatsch. Ey, der hört ja gar nicht mehr auf. Guck mal hier rum, die. Läuft da gerade jemand hoch? Ja, ja. Ach ja, ich seh dich. Warte mal. Ey! Weil ihr versucht, Maulwurf runterzuballern. Ja, ich hätte ihn schon getroffen. Ich hab Z gedrückt, da kommt jetzt was. Eine Bombe. Warte mal, wo bist du? Das sieht doch cool aus. Ach da. Seh da. Wahnsinn. Ja, du hast auf jeden Fall eine geile... Boah, geil. Von da oben hast du bestimmt den Hammer-Ausblick, oder? Ja, das ist ganz okay. Kommt mal hoch. Aber das dauert übrigens lange. Nee. Da sind wir eigentlich schon da oben. Ausblick ist ganz nett. Und wo treffen wir uns eigentlich jetzt? In der Hütte. Unter dem Turm. Da muss ich ja wieder runter. Oh. Ja. So, gut. Was hat sich jetzt hier verändert, André? Der ist komplett hochgezogen rundherum und hier drin ist ein Balkon. Ah. Können wir noch ein Dach draufsetzen, ha? Ah, cool. Maulwurf, was ist los? Ich fang dich. Okay, das ist fett hier. Hier, ich schmeiß dir was anderes. Es sieht halt auch echt, es sieht einfach sau gut aus, ne? Hier könnte man vielleicht sogar eine Tür hinmachen, dann können wir auf den Felsen rüberspringen. Ich kann über das Schild nutzen, ist ja geil, auf der Leiter. Ist cool. Also die Glasmetallmod, die ist großartig. So, kommt in die Hütte. André hat bestimmt schon geschmückt. Ich war doch nicht dran. Ja, du bist ein bisschen trostlos. Nein, nicht sie dir. Du machst doch nicht auch den Turm kaputt, lass das. Das meine ich jetzt aber ernst. Ich mach doch nichts. Nee, also, du hast eine Panzerfaust auf Anschlag. Ja. Auf jeden Fall ist doch ganz schön hier, ein bisschen eng. Okay, sie ist weg. Okay, sie ist wieder da. Komm, wir machen alle mal so ein bisschen Crouch-mäßig ducken. So, gut. Wieso sind alle schwarz? Ich fühle mich irgendwie. Nein! Oh! Au! Oh, das ist so behindert, ey. Ja, war aber. Ich war das nicht. Ja. Na gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zur nächsten Session. Und vielleicht gibt's dann auch mal wieder ein Raid. Mal gucken, was wir machen. Es ist alles so kompliziert irgendwie. Mit den ganzen Allianzen. Aber notfalls machen wir einfach Kamikaze Raid mit Ryan auf Invicta oder Crusader. Und das
ist uns auch egal. Mal gucken. Sehr gut, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Jo, tschüss. Ciao. So, wir haben die jetzt geworfen. Lux. Wen darf ich denn von der Whitelist runternehmen? Lutz. Ich war's nicht. Nee. Natürlich weißt du. Du machst immer den Unsinn, genau Lutz. Na krass, ich bin schon wieder wach. Kann mich jemand füttern? Ich hab welche drin.